Nachdem Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou und Ur-Bachelor Paul Janke bei Kampf der Reality Stars auf Flirtkurs gingen, hatte es sich schnell wieder ausgeturtelt. Nun, da Eva frisch vergeben ist, fand Paul klare Worte. Endlich bin ich sie los. Bei Kampf der Reality Stars knisterte es kurzzeitig gewaltig zwischen Ur-Bachelor Paul Janke und seiner Mitstreiterin Eva Benetatou. Doch der kurze Flirt der beiden war schneller vorbei, als den Zuschauern lieb war. Auch nach der Show ließ Paul kein gutes Haar an der hübschen Brünette und gab zu, dass er sie vor und nach der Show unsympathisch fand. Auf Instagram zeigte sich der Bachelor in Paradise Cocktail Mixer jetzt jedoch überraschend mit Eva und ihrem neuen Freund Dennis und machte eine scherzhafte Anspielung auf ihren Kampf der Reality Stars Flirt. Paul Janke, ich lege auch auf euer Hochzeit auf. Scheinbar hat Paul Janke doch noch Sympathie für Eva Benetatou entwickelt. Zumindest scheint er sich nun mit ihr und ihrem neuen Freund Dennis Kessmeyer zum Essen in Dubai getroffen zu haben. In seiner Instagram-Story teilt er jetzt einen Clip aus einem Restaurant, in dem er Eva und ihren Neuen dazu auffordert, sich vor der Kamera zu küssen, und kommentiert das Szenario mit den Worten: Das junge Glück. Keck hängt er jedoch noch den Satz: Endlich bin ich sie los. Ja. Sie hat einen Neuen gefunden. Woraufhin Eva Benetatou ihm scherzhaft den Mittelfinger entgegenstreckt und beherzt lachen kann. Da scheint das Gesagte aus der Vergangenheit wohl vergeben und vergessen zu sein. Paul bietet den beiden Turteltauben sogar an, auf ihrer Hochzeit aufzulegen. Wenn das mal keine schöne Versöhnung ist, nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal.